Hey Jo Leute und ein allererstes Willkommen zu einem neuen Part The Legend of Zelda Phantom Hourglass. So, ja, wir müssen den blöden Jolin-Kampf hier nochmal neu machen. Ich bin ja beim letzten Mal gestorben, glaube ich, so das erste Mal, dass ich da richtig gestorben bin bei Zelda Phantom Hourglass. Ja, aber okay, wir versuchen es einfach nochmal und ja, wir versuchen es einfach nochmal. Komm her, du blöde Trine, bla bla bla, kennen wir schon. Ja. Sei ruhig. Nein. Jetzt, Link. Wow. Jetzt. Ah, getroffen. Jetzt. Nein, lass doch mal. Oh, warum habe ich denn nur 3 Herzen? Kacke. Das ist aber nicht schön. Komm, mach deinen blöden Move. Jetzt, Link! Oh, erwischt. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Nein. Komm, mach deinen Move. Komm, ich stehe völlig wehrlos hier rum. Komm schon. Ah, das ist nicht gut. Nein. Jetzt komm. Ja. Ach Mann, ihr habt es nicht getroffen, du blöde Sau. Autsch. Und die hat aber auch eine Reichweite. Autsch. Ey, hallo. Dämliche Kuh. Das ist echt nicht gut. Das läuft... Ah, das läuft nicht gut. Das läuft nicht gut. Wow. Wieso fail ich denn jetzt hier so bei der... Also, jetzt Link! Und er hätte auch sitzen müssen. Hier, nimm den! Oh. Mal ein bisschen Platz hier schaffen. Oh. Jetzt komm schon, mach deinen blöden Move. Autsch! Ach, scheiße. Mann, das wird doch wieder nichts. Jetzt Link! Link, du bist zu langsam. Ich laufe, glaube ich, auch immer zu weit weg. Okay, konzentrieren, konzentrieren. Jetzt. Jetzt, Link. Treffer. Heim. Heim. Ah, es geht ja noch weiter, die Scheiße. Noch nicht. Oh Gott, jetzt muss ich mich echt konzentrieren, Leute. Jetzt, Link. Ja! 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 Mist, du bist immer noch stark, grüner Junge. Ich denke, dass das, was du zu tun versuchst, verrückt ist. Und trotzdem, dieser aufrechte Charakter gefällt mir irgendwie. Der, in den ich mich vor langer Zeit verliebt habe, hatte denselben Blick in seinen Augen. Grüner Junge, sprich zu dem Mann in der Kiste für mich. Er sollte sich eine Scheibe von dir abschneiden. Du... Du bist ja nah, Lienebeck. Oh, Leute, wir haben es geschafft. Uiuiuiuiui. Na denn hier, Lienebeck, was hast du denn zu erzählen hier zu deiner Verteidigung? Puh, was ist ihr Problem? Ich verstehe die Frauen nicht. Hey, Lienebeck. In welcher Beziehung steht ihr eigentlich zueinander? Oh, nun, es ist schon eine Weile her. Ich schipperte durch diese Gewässer. Jedenfalls kam ich zufällig vorbei, als ihr Schiff von einem Monster angegriffen wurde. Was kann ich sagen? Ich rammte das Biest mit meinem Schiff und habe sie gerettet. Wow, das ist beeindruckend. Nun, um ehrlich zu sein, habe ich bloß versucht abzuhauen. Ich habe irgendwie die Kontrolle über mein Schiff verloren und nur aus Versehen das Biest gerammt. Danach sind wir beide für eine Weile zusammengereist, aber ich merkte schnell, dass wir beide in verschiedenen Welten leben. Es fällt mir schwer, das zuzugeben, aber sie war viel stärker als ich. Und ich war einfach nicht das harte Piratenleben gemacht. Ja, ich habe es immer schon vorgezogen, mich einfach heimlich mit dem Schatz zu verziehen. Jedenfalls haben Jolin und ich uns immer wieder weniger gesehen. Ich wusste, ich muss es beenden. Und nun, wisst ihr... Was? Nun, ich habe mich mit einigen ihrer Schätzen davon gemacht. Du furchtbarer Unhold! Lienebeck, wie konntest du?
Na, jedenfalls, seitdem versucht Julien sich an mir zu rächen. Dabei waren es nicht mal so tolle Schätze. Ich hätte nicht gedacht, dass sie wertvoll genug sein könnten, dass sie mich so ausdauernd verfolgt. Das ist wirklich hartnäckig, das kann ich euch sagen. Ach, Lienebeck, du bist wirklich schwer vom Begriff, nicht wahr? Na, ich weiß ja auch Bescheid, die hat sich in dich verliebt, Lienebeck. So, ich hoffe, sehen wir jetzt nie wieder, diese blöde Kuh. Und ich kann jetzt endlich hier zum Romantiker fahren. So. Einmal Romantiker, bitte. Da, 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 da. Du, 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 du. So. Da bin ich auch schon. Na, Bockbord. So. Gucken, ob das hier auch wirklich mit dem Romantiker ist. Ich weiß es gar nicht. Bornum-Insel, die Insel der Romantik. Ja, hier bin ich richtig. Hier war doch auch, glaube ich, dieses komische Spielchen, oder? Hier mit diesem Schiff-Kanonenspiel oder so. Bin mir gar nicht gerade sicher. Ach, ich glaube schon. Naja, egal, das werden wir nicht tun. Ich habe dazu überhaupt keine Lust. Ah, so ein komisches Ekel-Pekel-Dingsvieh. So. Tag. Nimmerjungfrau ist eine scheue Kreatur. Sie wird sich nicht zeigen, wenn Monster in der Nähe sind. Wenn du eine siehst, musst du sie ganz romantisch aus der Ferne erwischen. Naja, ich weiß Bescheid. Okay, wir müssen ja alle Gegner besiegen. Kann ich das hier nicht mit dem Hammer erledigen? Rums. Rums. Cooles Item, muss ich schon zugeben. So, du bist tot. So, dann haben wir hier alles erledigt. Oh ja, ich brauche Herzen, Leute. Oh, ich brauche Herzen. Bin ich ja hier gar nicht gewohnt hier in diesem Spiel, dass ich hier Herzen so viel brauche. So, du bist jetzt auch erstmal Geschichte. Zack. So, hier sind alle weg. So, ich will jetzt nämlich hier die Meerjungfrau anlocken. Ach, da ist sie ja. Wo ist sie denn jetzt hin? Liebeck, hast du hier eine Meerjungfrau gesehen? Willst du an Bord kommen? Nee. Die war doch eben eine Meerjungfrau. Ich hätte genau gesehen in einem Schwimmreifen. Oh. Wo komme ich denn hier hin? So, komme ich ja irgendwo hin. Ah, eine Kiste. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ein Krafttropfen. Cool. Wie viel brauchen wir davon eigentlich noch? Ich kann mir das aber auch nie merken, Leute. Noch zwei Krafttropfen. Cool. Und dann haben wir hier die super-duper Energie. Ey, hier. Ich muss sie aus der Ferne treffen, wurde gesagt. Abschießen! Hm. Wo ist sie hin? Abschießen! Meerjungfrau hier, komm mal her. Ich muss sie irgendwo. Ich weiß nicht, was ich mit ihr machen soll jetzt gerade. Ups. Sie nur hin? Wo ist sie nur hin? Nee, hier ist sie nicht. Irgendwie muss ich sie jetzt so lange hin und her scheuchen, bis sie irgendwie bei Lienebeck hinkommt, wie sich jetzt so viel. So viel weiß ich dann noch. Und jetzt ist sie doch bestimmt wieder da. Ach, wie mache ich das denn nur? Vielleicht mit einer Bombe? Lienebeck, hast du jetzt eine Dings gesehen? Nein. Mann, was muss ich denn mit dir machen? Nee. Auf jeden Fall auch nicht mit dem Hammer. Mensch, Mädel. Mach mal was. Ah. Okay. Au.
Au, hey, was machst du denn? Okay, ich mag es, mich als eine mystische Kreatur zu verkleiden, aber ich bin trotzdem ein Mensch, also behandle mich auch so, böser Junge. Steh nicht bloß gaffend rum, entschuldige dich. Entschuldigung. Okay, du siehst ein, das müsste etwas nicht... Bah, ich trage zwar dieses Kostüm, aber ich bin immer noch ich. Und sieht es nicht realistisch aus? Habe ich selbst gemacht. Also... Wie? Du sagst das in einem Romantiker, der glaubt, er sei eine echte... Du sagst, das ist ein Romantiker, der glaubt, ich sei eine echte Meerjungfrau? Wow, nun, das ist nicht mein Problem, weißt du? Nun, ich meine, unter uns. Ich höre gerne romantische Geschichten. Verstanden? Ich würde mir seine Geschichten so gerne mal anhören. Ich werde zu dem Romantiker gehen und ihn besuchen. Hoffentlich hat er interessante Geschichten zu erzählen. Danke! So, okay, dann war's doch nicht bei Lienebeck. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir jetzt einfach mal zum Romantiker gucken und gucken, ob er da seine Meerjungfrau jetzt hat. Hey, hast du deine Meerjungfrau? Ah, junger Mann. Hast du sie gefunden, die Nixe Klärchen? Was? Die Meerjungfrau hört sehr gerne romantische Geschichten. Sie wird mich schon bald besuchen kommen, sagst du? Ach, das glaubst du doch wohl nicht, selbst nicht. Wieso machst du mir solche Hoffnungen? Ich bin schon lange hier und noch nie ist eine Nixe gekommen, die gerne romantische Geschichten hört. Oder es ist die Möglichkeit, vielleicht singt sie ihr Lied für einen anderen Romantiker. Ach doch, dann muss ich doch jetzt zu Lienebeck. Die denkt nämlich, dass der Romantiker... Kicher, kicher, hast du gehört, Link? Ein anderer Romantiker? Kicher. Ob er von dem faulen Kerl spricht, der unser Boot steuert? Na, mit Sicherheit. Gut, dann war es doch bei Lienebeck. Aber schön, dass man dann so einen kleinen Tipp kriegt, dass man dann nochmal hin soll. Hier, komm mal her. Ey, Link, kann ich dich eine Sekunde sprechen? Okay, hör dir das an. Vor einer Weile kam ein Mädchen und sprach mich an. Sie war total braun gebrannt und sehr energisch. Aber weißt du, ich glaube, sie dachte, ich sei jemand anders. Ich konnte nur Hallo sagen, da war sie auch schon wieder verschwunden. Das Leben eines schneidigen Kapitäns ist halt nicht immer einfach. Tja, ja. Und jetzt müsste es eigentlich beim Romantiker sein, wenn ich mich nicht täusche. Mann, was hier immer so für kleine Nebenstorys gibt, ist eigentlich schon erstaunlich. Ah, da ist sie ja. Ohohoho, ich habe endlich die Meerjungfrau getroffen. Meine Träume haben sich endlich erfüllt. Das verdanke ich auch dir und deswegen möchte ich dir Folgendes geben. Yay, und damit haben wir die Angelroute erhalten, Leute. Öffne das Menü auf dem Schiff und wähle Angeln. Diese Angelroute hat mir über die Jahre gute Dienste geleistet. Es wird mir schwer, sie herzugeben, aber du hast sie dir wirklich verdient. Nun, Junge, dieses Mal bist du dran. Du musst auf weiterer See etwas ähnliches Großes wie ich angeln. Auf See halt die Augen nach Fischschatten auf. Fahr dorthin, wo die Fische sind. Berühre in der Nähe den Fischschatten. Zuerst Menü, dann angeln. Und dann wird dich die wahre Romantik der See mitreißen. Ja, Leute, jetzt können wir angeln gehen. Da gibt es dann auch so kleine Nebenquests zu erledigen, wo man dann bestimmte Fische fangen muss und ihm zu ihm bringen muss und bla bla bla. Kann man sich auch so ein paar Schätze verdienen. Und vielleicht zeige ich euch das jetzt mal, wie das geht hier mit dem Angeln. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Naja, bla. So, ist hier irgendwo ein Fischschatten in der Nähe? Natürlich nicht. Doch, da ist doch einer. Ist das da bei Terry? Da müsste doch einer sein. Ja, da ist ein Fischschatten. Gut, dann fahren wir da mal gleich hin. Und probieren mal die Angel aus. Irgendwie muss das ja... Oh, warum fährt denn der... Ey! Dämliches Ding! Bleib hier fälligst! Hallo! Der blöde Fisch! Nein! Ich will zu dem Fisch! Los! Ich will dir ein bisschen das Angeln zeigen. Oh, hier, leck mich doch! Was ist das da? Das ist aber kein friedliches Schiff da drüben. So! Oh je, jetzt haben sie mich entdeckt. Jetzt muss ich sie aber töten. So. 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 So, du komm schon, stirb. Stirb endlich. Stirb.
endlich sage ich. Nein, nicht mich treffen. Danke. So, einer war doch hier noch. Na komm schon, du bist auch gleich down. So, jetzt ist er down. So, jetzt ist doch... Wo ist denn der blöde Fischschatten hin? Da ist er. Okay, neue Route berechnen. Neue Route, bitte. Los. Der ist aber auch schnell, der Fisch. Vielleicht kann ich es ja jetzt schon anwählen. Feind in Sicht. Ach, leck mich doch. Ich will angeln, Mensch. Angeln will ich. Oh. Das müssen wir eh, glaube ich, im nächsten Part machen, Leute. Tut mir leid, aber... Nein, ah, nicht dahin. Ah, egal. Muss ich ja trotzdem den Fisch irgendwie erwischen. So, komm ich schon. Angeln. Angeln. Na, also geht doch. So, einmal auswerfen, bitte. Ja. Alles klar, Link. Das ist dein Angeldebüt. So, Leute, und hier werde ich jetzt auch den Part beenden. Genau, mitten im Angeldebüt. Also dann, Leute, ihr müsst dann wohl auf das Angeldebüt bis zum nächsten Part verzichten. Tut mir leid, da bin ich jetzt gemein. Also dann, Leute, freut euch auf den nächsten Angelpart. Dann bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.